erkannt? Ja, richtig, das war Mozart. Der Anfang aus der kleinen Nachtmusik. Mein Name ist Una und ich unterrichte Geige und Bratsche gemeinsam mit meinem Kollegen Christian an der Musikschule Poppendorf. Moment mal, Bratsche. Was ist denn das? Ihr habt eben meine Geige gehört. Die habe ich mit diesem Bogen gestrichen. Der Bogen, das ist ein langer Holzstab, der mit Pferdehaaren bespannt ist. Und wenn ich mit den Pferdehaaren über die vier Seiten der Geige streiche, klingt das so. Die tiefste Seite, das G. Das D etwas höher. Das A und als allerhöchste Seite das E. Und weil der Geigenbogen so durch das Streichen über die Saiten die Töne erzeugt, nennt man die Geige eben ein Streichinstrument. Doch zurück zur Bratsche. Die Streichinstrumente, das sind Mitglieder einer ganzen Familie. Da gibt es nicht nur Geigen oder Violinen, wie diese meine Geige hier oder dieses allerkleinste Geigenkind. Man kann richtig darauf spielen. Sondern zum Beispiel auch die etwas größere Bratsche oder Viola. Mit ihrem warmen, tiefen Klang. Tiefer als die Saiten auf einer Geige oder Bratsche. Ich spiele hier auf einem großen Cello, aber das hier wäre ein kleines Cello. Und die Saiten des Cellos klingen so. Die C-Saite, die G-Saite, D-Saite, A-Seite. Jetzt spiele ich euch noch was vor. Wenn ihr Geige, Bratsche oder Cello spielen wollt, habt ihr die Möglichkeit, im Streichorchester zu spielen, gemeinsam mit euren Freunden. Und nun haben wir noch einen Gast eingeladen, der euch das größte und tiefste Streichinstrument vorstellen wird, den Kontrabass. Hallo, mein Name ist Sebastian und ich stelle euch heute das größte Streichinstrument, den Kontrabass, vor. Man kann ihn mit dem Bogen spielen oder zupfen. In der Klassik wird er meistens mit dem Bogen gespielt. Und im Jazz und im Pop-Rock, da wird er meistens gezupft und man kann auch ein bisschen am Korpus herumklopfen,
Und da kann man ganz lustige und coole Sachen machen. Akkorde spielen. Und? Habt ihr Lust, ein Streichinstrument mal selber auszuprobieren? Dann meldet euch einfach bei uns in der Musikschule. Bis bald.